Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Getting Over It an dieser ja. Mein Spielzeit ist schon ziemlich fortgeschritten langsam. Und hier im Game sagt die Figur auch schon nichts mehr, weil wir schon so weiter sind. Aber in dieser Folge jetzt noch mal gelingen hier eine schöne Stelle hochzukommen. Ich meine, der Typ muss langsam auch schon lange Arme kriegen und den ganzen Tag von diesem Vorschlag kann man hier halten. Hoch. Rutschenhammer. Ja, dann halt runter. Ja, den Metall können wir uns festhalten. Inzwischen schaffe ich es nicht mal mehr, da hochzukommen an diese blöde Lampe. Okay, das war schon mal wieder knapp wenigstens. Aber knapp nervt langsam. Habe ich die Maus nicht schnell genug rumgekriegt? Okay, das war so klar. Und das war nur... Okay, das eine war klar, das andere war jetzt dann gelaufen. Okay, wir haben ihn mit Tal und hier kommen wir mindestens. So. Bloß keine hastigen Bewegungen mit der Maus versehentlich machen. Schön hier oben bleiben. Hier die Lampe schon mal wieder getreten. Tanzender Hammer war das gerade. Ja, wenn man Langhammer macht, glaube ich, kann man länger drauf gehen. Weiß es aber nicht genau, ob das jetzt nur getäuscht hat. Das war so klar. Okay, so. Jetzt sind wir schon mal wieder hier. Und jetzt hochdrücken und den Hammer oberhalb der Lampe platzieren. Nein, das war falsch umgedreht. Beziehungsweise andersrum drehen ist an dieser Stelle halt nicht so einfach. So, runter und... Nein. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt so richtig endlich mache, aber... Näher ranhüpfen und hochhüpfen und hochhüpfen und am Stein hängen bleiben. Das ist natürlich auch das Richtige. Ich glaube, ich gebe es gleich doch auf. Hier ist irrend. Mindestens kein Erfolgserlebnis gerade hat.
Nein, in die Richtung. In diese Richtung. Och. Muss da wohl gehen. Und vor allem, wir sind noch nicht mal wirklich weit in diesem Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie weit dieses geht. Soweit ich weiß, hat das nur ein Level, aber keine Ahnung, wie weit dieses Level geht. Okay, so, jetzt hängen wir schon mal hier oben wieder. Nein! Ich wollte mich da irgendwie rumziehen. Das war so klar. Ich meine, diese Position sieht so verlockend aus, aber ich finde, die ist bald noch schlechter, da dahinter zu sitzen, als wenn man jetzt hier unten irgendwo ist. Wenn man jetzt hier sitzt. Von hier aus, glaube ich, geht es sogar noch besser. Oh, irgendwie verkrampfen jetzt die Finger schon wieder hier. So. Okay, knapp. Ich meine, man hat eigentlich sogar relativ. Darf halt nur nicht in Panik oder sowas. Jetzt setzen wir doch hier oben drauf. Okay, das war knapp. Okay. Jetzt haben wir doch gerade schon ein kleines bisschen hier oben auf jeden Fall einen besseren Lauf. Da war die Maus weg. Habe ich die Maus nicht mehr richtig in der Hand gehabt. Weggerutscht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind näher dran auf jeden Fall. Komm, zieh dich ran. Genau. Dann näher ziehen. So. Nein, 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 nicht da lang wieder. Nein. Nein. Nein, 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 nicht da lang wieder. Nein. Nein, nein. So. So, der war gut. Ist der Hammer. Und nein. Nein, auch noch nicht. Noch ein zweites Mal. Ein drittes Mal, wenn ich. Will jetzt hier endlich hochkommen. Ich will mehr von dieser Karte sehen. Da
Das war so klar. Da jetzt so schön. Na komm schon. Ich will hier weiter. Na, nicht wieder. Komm hier hoch. Okay. Das war knapp. Aber ich glaube, diese Stelle hier wird unser Ende werden. Habe ich so ein Gefühl. Das war knapp. Nein, rumdrehen. Falsche Richtung. So, und rumdrehen. Nein, nochmal. Nein! Und rumdrehen. Nein! Oh, meine Güte, ey, das gibt doch hier nicht. Nein, auch nicht. Oh, nein, auch nicht. Okay. Hoch da, meine. Na gut, ich würde sagen. Das war es mit Getting Over It. Allerdings werde ich das ein bisschen anders nehmen, als ich dachte, sondern so als kleinen Start in eine neue Reihe nehmen, sozusagen Hop oder Top oder Flop oder Games oder sowas werde ich sie nennen. Und wir gucken einfach mal, was ich so in meiner Steam-Bibliothek habe. Und wir spielen einfach mal irgendwelche Trash- oder vielleicht auch Top-Games am Ende an. Und ich werde regelmäßig oben in den Videos noch eine Abstimmbox reinpacken. Und ihr dürft könnt dann mal so ein bisschen abstimmen, ob es ein Top oder Flop war. Und, oder ob ihr noch, also, ja, ob es ein Top oder ein Flop war. Und je nachdem, ob mehr Flop oder Top ist, werde ich daraus vielleicht dann sogar noch ein, zwei mehr Parts machen. Und genauso, wenn wir jetzt hier in Getting Over It anfangen, ihr dürft nämlich jetzt entscheiden, ob ihr dieses Spiel weiterhin noch hier auf dem Kanal sehen wollt. Also sprich, ob ich davon noch mal ein paar mehr Folgen machen soll, ob ich versuchen soll, weiterzukommen. Vielleicht packen wir es auch mal in den Stream. Ich meine, da könnt ihr mir dann wenigstens direkt mal Tipps geben, wie wir hier weiterkommen. Von daher. Und ich werde mal gucken, welches Spiel wir nächstes spielen in der Reihe Top oder Flop. Das ist unser ganz guter Titel, würde ich sagen. Top oder Flop Games. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Geduld in den, ich glaube, eine komplette Stunde Getting Over It Fehlerei an der Lampe. Okay, dann bis morgen zum neuen Spiel von Hop, Top oder Flop. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.